Auf einmal, wenn du TikTok reingehst, jeder macht Calisthenics aus nichts auf einmal, aber die Leute müssen verstehen, der Calisthenics-Trend, der kommt von Barlegion eigentlich. Barlegion hat damit angefangen, jetzt haben wir uns gedacht, wir fangen auch mit YouTube an. Heute geht in diesem Video geht es halt um die Leute, die mit Calisthenics anfangen wollen. Die sehen die ganzen Videos und fragen sich, aber es ist so viel Information, was soll ich denn machen, wie soll ich anfangen? Heute gehen wir erstmal zwei Basisausführungen durch, die Half Reps und die volle Noch Amplitude. die ganz berühmte Aussage, Half Reps, also Shorties, verkürzen die Muskulatur. Das ist auch nicht ganz falsch, weil wenn man jetzt jahrelang in Half Reps trainiert, wird das auch passieren. Aber seid ehrlich, wenn man die Muskelfasern auch in der vollen Range of Motion trainiert, kann es rein von der Logik her gar nicht gehen. Also, wenn man Half Reps macht und zusätzlich auch volle Range of Motions, braucht ihr euch keine Sorgen machen, ihr verkürzt dadurch keine Her. Muskulatur. Kann man in Studien lesen, dass durch Half Reps die Muskulatur verkürzt. Aber das ist eben, wenn man solche Studien liest. Wenn man aber richtig trainiert, weiß man, dass man solche Varianten braucht. Ganz einfach erklärt, die Muskelkontraktion, die oben und unten nicht entspannt, wie bei einer Full Range of Motion, führt automatisch dazu, dass du sehr stark Blut reinpumpst und dadurch kannst du auch oft am Ende des Trainings nochmal einen zusätzlichen Pump reinbringen. Das sind also nur Vorteile.